Hallo, liebe Heimwerker. Ja, uns verbindet ja vor allen Dingen die große Liebe zum Projekt. Ich würde am liebsten jeden Tag ein neues starten. Und ich freue mich umso mehr, wenn so clevere Werkzeuge wie der Flexio-Farbsprüher von Wagner entwickelt werden. Mit dem kann ich nämlich einfacher und schneller arbeiten. Und zudem habe ich noch viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Egal welche Oberfläche, ob eine große Wandfläche, ob ein Metalltisch oder auch etwas ganz Filigranes, ich kann überall mit arbeiten, denn dies ist ein Universalgerät und mit dem entsprechenden Aufsatz kann ich Lacke, Lasuren und sämtliche Farben einfüllen und auch ganz easy verarbeiten. Das glaubt ihr nicht? Dann probieren wir das gleich mal gemeinsam hier an dieser Sichtschutzwand aus. Die vorbereitenden Arbeiten sind genau dieselben wie beim Streichen, Schleifen und Abdecken. Und wenn ich mit lösungsmittelhaltigen Lacken arbeite, dann benutze ich natürlich einen Mundschutz. Den brauche ich aber heute nicht, denn ich habe ja einen wasserbasierenden Lack eingefüllt. Und jetzt kommt das Allerbeste, das Sprühen. Man kann mit dem Flexio nicht nur von links nach rechts bzw. waagerecht arbeiten, sondern auch wie hier bei den Stützen senkrecht. Dafür stelle ich mir einfach die Düse um. Als Tipp, um das bestmögliche Sprühergebnis zu erzielen, ist immer in gleichmäßigen Bewegungen zu arbeiten und darauf zu achten, immer eine Handbreit Abstand zum besprühten Objekt zu halten. Ich bin echt begeistert. So ein tolles Ergebnis und vor allen Dingen in der kurzen Zeit, das hätte ich mit Pinsel und Rolle nie hinbekommen. Und die Sichtschutzwand ist nicht mein einziges Projekt für heute. Auch meine Korbstühle sollen eine neue Farbe bekommen. An einen Korbstuhl würde ich mich mit Pinsel oder Rolle niemals wagen. Das ist jetzt wirklich die Königsdisziplin. Und das Großartige ist, wie ihr seht, man kommt selbst bei einem so filigranen Geflecht wie hier bis in die letzte Ritze. Ich bin echt begeistert. So ein tolles Ergebnis und das Ganze geht so leicht. Und jetzt zeige ich euch, wie man eine ebenmäßige, glatte Lackoberfläche hinbekommt, ohne die typischen Streich- und Walzabdrücke. Das bei einem Metalltisch wie hier. Der Flexio, der kann das nämlich. Selbst das Lackieren von solch filigranen Metallbeinen wie hier ist mit dem Flexio überhaupt kein Problem. Denn ich kann auf Punktstrahl umstellen und die Farbmenge reduzieren. Makellos. Wie neu gekauft. Und genau in der Farbe, wie ich ihn wollte. Ja, meine Arbeit ist erledigt und ich kann meine neu gestaltete Terrassenwelt so richtig genießen. Und nicht nur das macht mir Spaß, sondern auch der Weg dorthin hat mir viel Freude gemacht. Die Arbeit mit dem Flexio ging super leicht von der Hand, ohne große Vorkenntnisse. Es ging schnell. Und das Ergebnis kann sich richtig sehen lassen. Ich gebe meinen Flexio auf jeden Fall nicht wieder her. Und wenn ihr noch weitere Tipps und Tricks braucht, findet ihr die auf der Wagner Homepage. Viel Spaß damit!